Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von und mit mir auf dem Dave Jonathan Spencer Kanal. Weil es zurzeit irgendwie keine wirklich guten Spiele gibt, die mich jetzt irgendwie interessieren würde oder auch preislich reizen würde, habe ich mal wieder zugeschlagen bei Gebrauchtspielen und auch Spiele, die mich noch jetzt noch so auf meiner Liste hatte. Und bestellt habe ich die wieder bei Medimobs. Die haben ja echt gute Angebote meistens, wenn es sie bei Rebuy nicht gibt. Für mich auch eine Premiere, mein allererstes Xbox-Spiel. Dann seht ihr Alias, die Agentin, Forza 2 und dann Project Gladwin Racing. Die ganzen Teile, die es dazu gibt. Die waren schon lange auf meiner Wunschliste. Und damit ich mich so viel verlabere, fangen wir auch an. Und zwar mit dem allerersten Spiel. Also wie gesagt, mein allererstes Xbox 1 oder Klassikspiel. Die Hülle, gut. Leichte, gut. Hier war es sehr gut. Obwohl gut, glaube ich, denke ich mal. Die Hülle, gut, hat ein paar kleine Sachen. Auf jeden Fall eine recht gute Arcade-Racing-Reihe, muss ich sagen. Mit dem vierten hat es irgendwie dann aufgehört, warum auch immer. Es gab dann keine Fortsetzung mehr. Hier haben wir ein paar kleine inhaltliche Angaben. Oh, echter Radiosender. Die Musik, gut, ja, fette Beats. Ich denke mal wieder so typisches Trends-Gedudel von Microsoft. Ab 6 Jahren. Nur für Xbox 360. Für Xbox. Läuft aber auch auf der Xbox 1. Ich habe es getestet beim Kollegen. So sieht die Disc aus. Das Handbuch. Ach, hier gibt es sogar noch die alten Sachen. Oh. Das ist auch noch auf meiner Liste, weil ich... Das sieht ziemlich gut aus. Habe ich glaube auch schon angetestet. Oh. Und dann der typische Flyer. Schauen wir uns mal das Handbuch kurz an. Hier muss ich nämlich auch ein bisschen beeilen. Mein Akku hat nämlich bloß noch einen Strich. Ja, so sieht die alte Xbox aus. Jeweils, wie gesagt, die Spiele funktionieren auch noch auf der Nummer Xbox 360 mit ein paar Online-Einschränkungen oder irgendwelchen Demos, die drauf sind, wurde mir gesagt. Oh, schönes Head-Up-Display. Schön mit Bildchen, alles erklärt. Schöne dicke Büchlein. Hier sind dann, es ist so eine Art... Ja, Arcade-Spiel, eben verschiedene Medaillen fahren kann. Was haben wir noch Feines hier? Oh, viel Text, Musik hören. Oh, das war's dann eigentlich schon. Hier sind dann noch die ganzen anderen Notizen. Ah, Controllers drauf. Zustand auf jeden Fall. Ich bin zufrieden mit dem Zustand. Auf jeden Fall. Ein guter, kein schlechter Kauf. Und die Rennserie wird mich auf jeden Fall schön fesseln und lange an der Konsole halten. Ich mag Arcade-Rennspiele. So, als nächstes kommt für die Xbox 360, ich glaube, das war dann schon ein Launch-Titel. Das ist der dritte Teil. PGR hieß es dann irgendwann bloß noch. Mit allerhand Fahrzeugen. Ich mache das mal so. Hier sind die ganzen Fahrzeuge, die aufgelistet sind. Die technischen Daten. Schöne Lizenzfahrzeug auf jeden Fall. Und dann schauen wir auch mal hier rein. Ah, die Disc sieht so gut aus. So wie das Cover. Oh, da können wir gleich mal gucken. Interessant, was das Spiel mal gekostet hat. 2006 wurde das gekauft für 60 Euro. Hui, und ich habe gerade mal 4 Euro oder so bezahlt. Marktkauf. Oh, Sandbuch. Schön farbig. Hier ist der Controller abgebildet. Dann wieder ein schönes Bildchen, wie alles erklärt ist. Viel Text. Naja, dann Online-TV und was es geht, denke ich mal, funktioniert bestimmt alles nicht mehr hier. Oh, und eben viel. Und wieder der Controller. Auf jeden Fall eine recht gute Spielserie. Und ich fange natürlich mit Teil 1 an. Aber ich warte dann noch ein bisschen, bis Teil 2 kommt, weil ich will alles der Reihe nach spielen. Weil ich dann wissen will, ob das Spiel dann, ob die Reihe dann schlechter oder besser wird. Auf jeden Fall Zustand, mehr als zufriedenstellend. So,
Dann haben wir den vierten Teil, wie von mir gesagt, schon der letzte. Danach kam dann irgendwie keine mehr. In welchen, ist da der Entwickler pleite gegangen oder wurde das Studio eingestampft oder die Leute sind woanders hingegangen? Keine Ahnung. Hier gibt es dann natürlich schon Motorräder. Viel, viel Text, allein oder im Team. Das ist dann wirklich so eine Art Multiplayer, kann man sagen. Online-Funktion. Bestenlisten. Ja, da schauen wir auch mal hier rein. Ja, das Cover ist wie das Handbuch und auch wieder schön dick. Da haben sie sich noch richtig Mühe gegeben. Viel erklärt. Eigentlich inhaltlich immer vom Handbuch zu Handbuch eigentlich immer fast dasselbe, was man alles machen kann. Controller, das Display. Ja, was anderes Interessantes noch hier. Ja, das sind eben die Renntypen. Auf jeden Fall eine recht gute Reihe. Ich habe es schon ein paar Mal angetestet beim Kollegen. Und da habe ich gesehen, was erstmal was es neu kostet. Und also für 4-5 Euro gebraucht. Sehr gut. Super Zustand. Also da kann man echt nicht meckern. Da kann man recht gut zugreifen, weil hier braucht man keinen Online-Pass und da kann man Gebrauchtspiele einfach gefahrlos auch gebraucht holen. Und da hat man kein Risiko. Als letztes Xbox-Spiel Forza 2. Hier bin ich ja noch auf dem Teil 1, aber der Teil 1 ist irgendwie ruckzuck vergriffen, weder bei Medimobs oder bei Rebuy oder sonst noch anders. Ich wollte eigentlich mir auch erst die Limited. Wollten wir erst die Limited Edition holen. Da ist, glaube ich, noch so ein Handbuch mit dabei mit irgendwelchen technischen so Sonderheft. Mal sehen, vielleicht hole ich mir das auch nochmal. Das ist jedenfalls der zweite Teil. Ist ja so eine Art Konkurrenzprodukt zu Gran Turismo, könnte man sagen. Nur, dass es eben hier wirklich extrem alles kaputt machen kann. Also Fahrzeugschaden und alles mögliche, das war ja bei Gran Turismo nie so der Fall. Hier sind noch ein paar schöne Bildchen. Über 60 Strecken. Ich weiß gar nicht, gab es hier auch so eine Spielesammlung? Weil beim dritten und vierten Teil gab es ja dann so eine Spielesammlung. Hier haben wir noch ein paar technische Angaben. Und da schauen wir auch mal hier rein. Disc. Dann ein schönes Handbuch dazu. Controller wieder. Aber irgendwie schönes Setup-Display wieder. Boah. Oh, jetzt habe ich fast die Kamera umgekickt. Boah, auch so wie die anderen eben hier. Wie man seine Autos kaufen kann, vertauschen und was es da alles noch gibt. Ich bin immer gespannt, wie das am ersten, wie der erste Teil überhaupt so aufgebaut ist. Aber wie gesagt, da bin ich noch dran, das Spiel auch zum humanen Preis zu bekommen. Und der Zustand soll ja natürlich auch nie unter aller Sau sein. Auf jeden Fall, boah, sieht gut aus. Typisch, wie es sein soll bei Medimobs und bei Rebuy. Und als letztes haben wir ja Elias, die Agentin. Habe ich mir auch für 4 Euro geholt. So habe ich mir das Porto gespart für die 20 Euro, wo dann hier versandkostenfrei ist. Und der Zustand, man sieht, oh, keine Risse. Vielleicht hier ein paar kleine. Aber das kann auch immer von der Lieferung kommen hier. Also Zustand ist auf jeden Fall gut. Hier haben wir nochmal die ganzen Umfang. Dann schauen wir uns mal so eine Disc-Insel an. Alle brauchen wir jetzt nicht auspacken. Hier sind nochmal alle schön aufgelistet. Dann die Titelangaben. Und gelagert sind die. So. Ein bisschen Werbung dazu. Ah, meine Disc blinkt. Ich glaube, ich muss jetzt gleich Schluss machen. Auf jeden Fall wieder eine gelungene Bestellung. Und ab 20 Euro bei Medimox wieder versandt. Gratis. Auf jeden Fall, der Shop ist zu empfehlen. Viel Spaß noch mit meinen anderen Videos. Werden noch ein paar kommen von Medimox und Rebuy. Bis später. Ciao.